19. Hier auf Hauptstadtsport.tv. Wer erinnert sich nicht an Katharina Witt, aber sie war gestern. Ihr gehört die Vergangenheit. Die Zukunft erobern sich jetzt die jungen Eisprinzen und Eisprinzessinnen mit ihren Pirouetten, Sprüngen und voller Faszination auf dem Eis. Am ersten Adventswochenende stand traditionell für die Nachwuchsläuferinnen und Läufer der Strauß-Pokal vom SC Berlin auf dem Programm. Er erinnert an den ehemaligen Schlittschuhschleifer Strauß, der diesen Wettkampf für die Kleinen ins Leben gerufen hat. Ein toller Wettkampf. Die Kinder haben die Chance, sich hier Erfahrungen zu sammeln, sich zu präsentieren. Es gibt nicht so viele Wettkämpfe für diese Kleinen. Der Favorit Bastian Geisthardt vom SC Berlin, vom gastgebenden Verein, schwebte über das Eis, als wäre er trotz seiner Verletzung nie von der Eisfläche weg gewesen. Natürlich träumt jeder kleine Junge und jedes kleine Mädchen, bei der einzigartigen Eisshow Holiday on Ice mitmachen zu können, die die ganze Familie in eine Zauberwelt entführt. Auch Bastian hat einen ganz besonderen Traum. Meine Ziele sind, bei Olympia mitzumachen, bei den Olympischen Spielen und dort zu gewinnen. Höhepunkt auf Höhepunkt folgt an diesem Tag. Sowohl Frieda Herrmann vom SC Berlin als auch Ariana Klein vom SCC Berlin präsentierten die Eleganz in Perfektion und die Welt von Leichtigkeit, die jeden auf eine andere Art und Weise zum Eistanzen beflügelt. Wir waren bei Dancing on Ice, haben uns das angeschaut, als ich klein war. Und es hat dann so da gefallen, dass meine Mutter es dann versucht hat, dass wir einfach mal schauen und aufs Eis gehen. Die Geheimfavoritin Anna Haberling glitt wie eine Prinzessin über das Eis. Die Zuschauer und die Nachwuchseisläufer waren von ihrem Auftritt ganz besonders beeindruckt. Über die großartige Jurybewertung konnte sich Anna zu Recht sehr, sehr freuen. Die zahlreich intensiven Trainingsstunden haben sich also ausgezahlt. Wettkämpfe habe ich den Doppellutz nicht geschafft und ich bin jetzt froh, dass ich ihn geschafft habe und ich habe jetzt halt auch mehr für die B-Note bekommen. Ab der ersten Sekunde waren nicht nur die Kleinen auf dem Eis Feuer und Flamme, auch die Eltern waren hundertprozentig von den Aufführungen ihrer Kinder begeistert. Drück mir die Daumen, dass sie die Nerv behält, weil da hängt wirklich eine Menge Arbeit für sie dran und wenn es klappt, fehlerfrei, ist es toll, wenn es nicht fehlerfrei klappt, ist es auch toll. Aller Anfang ist schwer, aber mit viel Ehrgeiz und Disziplin werden die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer ihren Weg gehen und uns bald vielleicht sogar bei Olympia oder der atemberaubenden Eisshow Holiday on Ice mit ihren Künsten verzaubern. Und wer weiß, vielleicht gab es ja hier beim Strauß-Pokal des SC Berlin schon eine kleine neue Katharina Witt zu bestaunen.